Enden sehen. Hommage zum 85. von Rolf Brehm. Eine Welt- und Klangchronik. Der Prolog von Meckern nach Sevilla. Affäre, nun auch das noch. Was ist passiert? Das Motto am Schweizer Pavillon an der Weltausstellung in Sevilla heißt La Suisse n'existe pas. Die Hälfte der Schweizer ist empört und schockiert, verlangt vom Bundesrat eine Erklärung, eine Entschuldigung und die unverzügliche Bestrafung der Ausstellungsmacher. Die andere Hälfte der Schweiz weiß gar nicht, von was die Rede ist. Die bloße Vorstellung, die Schweiz würde nicht mehr existieren, löst Panik aus. Der originelle Satz, das Produkt einer lebhaften Fantasie, wird zum Bedrohungsszenario. Nur einer bleibt ruhig. Und der heißt Rolf Brehm. 136 seiner Porträtköpfe hat Harald Seemann an der Weltausstellung in Sevilla und damit für eine lange Zeit in die große Welt gestellt. 136 Porträtköpfe von Rolf Brehm zu einer eindrucksvollen Installation zusammengefügt, begeistern die Zuschauer aus aller Welt. Seemann meldet sich aus Sevilla. Diese Ausstellung wird ihr Leben verändern. Darauf der Meister trocken: Bestimmt nicht. Höchstens in finanzieller Hinsicht. Von der Weltausstellung berichtet ein euphorischer Seemann nach Meckeln. Ihre Kopfwand ist stets wieder ein Hit. Brehm reagiert verschmitzt schelmisch. Ja, nun bin ich weltberühmt. In Meckeln. Thank you.
angefangen hat alles viel früher, vor 85 Jahren. Genauer am 12. Februar 1926 kommt Rolf Brehm zur Welt. Im Luzerner Gewerbequartier, inmitten von Metzgern, Bäckern, Flachmalern, Hafnern, Schlossern, Schreinern und einem Friseursalon. Der gehört der Familie Brehm. Wir drehen am Rad der Zeit, wir drehen es zurück. Wir tauchen die Hände in den Fluss der Zeit, wir tasten diese Zeit ab. Wir tasten nach Momenten in Rolf Brehms Leben, in denen er den Atem anhält. Wir tasten nach Momenten des Glücks, des Erfolgs, der tiefen Genugtuung, der Enttäuschung. Wir erinnern an Momente, in denen die Außenwelten aus den Fugen geraten und die Innenwelten auf dem Kopf stehen. Wir erinnern an Augenblicke, in denen die Erde erbebt und der Vorhang von oben bis unten zerreißt im Tempel des Mammon. Aber kann man Zeit überhaupt hören und spüren? Kann man das Treibgut der Geschichte und des persönlichen Schicksals anfassen und festhalten? Kann man sein Ohr an den Zeitenlauf legen? Man kann, zum Beispiel mit Hilfe der Musik. Musik ist Klangzeit und Zeitklang. Musik ist präzises, lebhaftes Stichwort der Erinnerung. Musik transportiert das Klima einer Zeit schneller und präziser als alle Geschichtsbücher. Wir fragen nach, welche Musik und welche politische und gesellschaftliche Begleitmusik damals 1926 im Geburtsjahr von Rolf Brehm gespielt wurde. Denn Musik ist zwar flüchtige Zeitgestalt, im Nu vergangen, doch eingebrannt im Gedächtnis der Menschen. Musik, auch leichte Musik, ist die geheime Nabelschnur der Sinne zu aller Zeit und zu allen Zeiten. Auch zum Jahr 1926. Das Jahr 1926 ist wie jedes andere sowohl Weltenbühne wie Hinterhof, Tragödie und Schmierentheater zugleich. Es ist ein Jahr der Siege und der Niederlagen, der Hoffnungen und Zusammenbrüche. Und wie in jedem Jahr geht das Tragische mit dem lächerlichen Arm in Arm. Die legendären 20er Jahre, die goldenen 20er, die Roaring Twenties, sind sie denn überhaupt so golden? Jahre? Es kommt sehr darauf an, auf welcher Seite man steht. Die Inflation hat die Menschen brutal eingeteilt. Hier die Habenden, dort die Nichthabenden. Vorne am Quai vor dem Schweizer Hof kann man wieder den Duft der weiten Welt atmen. Die flanierenden Damen der begüterten Kreisen betupfen sich jetzt mit dem Parfum Nummer 5 von Coco Chanel. Ja, weil man im Maihofquartier glücklich wäre, man könnte sich vielleicht einmal noch im Leben einen Kühlschrank oder vielleicht gar einen Grammophon leisten. Grammophon.
Ja, was ist denn los mit der Musik in den 20ern? Es gibt eine Musik, die auch in diesem Jahr ihr weltabgewandtes Lied singt. Und jede andere, die sich auf den breiten Bars Gehör verschafft oder in Hinterhöfen, in Kneipen, im Kabarett. Man bestaunt im Berliner Theater die langen Beine der Scala Girls und grölt mit, was alle singen, Veronika. In Luzern gibt es in dieser Zeit noch keine internationalen Musikfestwochen. Dafür aber eine große Zahl von Blaskapellen und Männerchören, die den musikalischen Bedürfnissen der Bevölkerung entgegenkommen. Diese Zeit nennt man etwas fahrlässig die goldenen 20er. Doch wenn man genauer hinhört, tönt manches eher nach billigem Blech. Man bemerkt, dass auch ganz andere Töne sich anmelden, zum Beispiel in der Drei-Groschen-Oper. Mit bissigen, zeitkritischen Songs und mit einer kunstvollen Kunstlosigkeit ziehen Brecht und Weil zu Felde gegen eine Kulinarik und erklären dem La Bourlard den Kampf. Der schnoddrige Gassenhauer tritt an gegen den üppigen Belganto Puccinis. Statt bildungsbürgerlicher Erbauung erklingt der scharfzüngige Belehrungston Brechts mit anklagenden und provozierenden Texten versehen mit schlagerhafter Musik. Angelegt in Charlie Chaplins großem Welterfolg, dem Stummfilm Goldrausch. Und selbst mit dem Elend lässt sich eine goldene Nase verdienen, wenn man es richtig anstellt. Die freudlose Gasse, wie Greta Garbo füllt die Kinokassen. Hätte man in Luzern ein Stummfilmkino mit Musikbegleitung, dann würden die Leute Schlange stehen, um im Gruselkabinett des Dr. Caligari oder in Max von Schrecks Dracula-Film Nosferatu das Fürchten zu lernen. Luzern kann sich aber einen neuen großen Luxusdampfer leisten, wie er sonst nur auf den Weltmeeren verkehrt. Er wird getauft auf den Namen Stadt Luzern. Das gewaltige Flaggschiff wird von den Gebrüdern Sachsenberg in Roßlau an der Elbe gebaut. Es ist der letzte Dampfer der Vierwaldstätter Seeflotte. Übrigens, kurz nach ihrer Jungfernfahrt versagen die Dampfmaschinen der Stadt Luzern ihren Dienst. Bis zu ihrer nächsten Ausfahrt dauert es ein volles Jahr. Doch wer sich wie die Luzern das betrachtliche Alter von mehr als 80 Jahren auf den Rücken geladen hat, kann auf viele Höhepunkte und Ereignisse zurückblicken. Wir greifen
einen heraus. Im Mai 1980 tafelt Königin Elisabeth II. Von England mit ihrem Gefolge auf dem monumentalen Raddampfer bei der Überfahrt von Luzern zum Rötli. Noch sind die 20er Jahre im vollen Gange. Noch hält die Welt den Atem an. Noch dauert es eine ganze Weile bis zum New Yorker Börsenkrach. Noch ist Remarques im Westen nichts Neues, unvollendet. Und der unaufhaltsame Siegeszug des Jazz ist auch in Europa nicht mehr zu bremsen. Wieder zurück zu Golfbremen. Kapitel 2. Paris hat 48.000 Maler und 12.000 Bildhauer. Wir überspringen die dunklen 30er Jahre, das Heraufkommen von Faschismus und Nationalsozialismus. Wir lassen auch die finstern 40er Jahre aus. Wir treffen den inzwischen 24-jährigen Rolf Brehm auf einer Reise nach Paris, wo er im Eilzug der schönen Françoise Kolfs begegnet, die 4 Jahre später seine Frau wird. Gymnasium und Kunstgewerbeschule bricht er in genialem Übermut zu dem Zeitpunkt ab, wo er es für richtig hält. Später wird er 9 Jahre in den Ateliers des Bildhauers Karl Geiser verbringen, als dessen Gehilfe, Koch, Spielpartner zu allen Tages- und Nachtzeiten und als Begleiter bei den morgendlichen Spaziergängen auf den Uetliberg. Und in Klammer wollen wir hinzufügen, das waren keine leichten Jahre für unseren Rolf Brehm. Von 1951 bis 1953 besucht er Académie de la Grande Chaumière in Paris. Vorgängig jedoch reist er durch das kriegsversehrte Deutschland nach Belgien, Holland. Zwar ist der Krieg vorüber, aber Europa legt noch immer und noch für lange die tiefen Wunden des Zweiten Weltkrieges. Rolf schreibt in sein Tagebuch, Köln sieht furchtbar aus. Um den Dom herum ist alles kaputt. Alles kaputt. Noch liegt eine eiserne Brücke im Rhein. Und diese traurigen Wohnungen in den Kellerlöchern, in Baracken, in Ruinen. Ganze Straßenzüge, ein einziges Puff. Und doch vertraut der Jüngling seinem Tagebuch an. Jeder Tag scheint mir der schönste in meinem Leben zu sein. Und immer scheint es mir, der letzte übertreffe noch alle vorherigen. In Köln notiert er schwärmerisch, es ist so schön, so maßlos schön, trotz der Ruine. Trotzdem ich kein Geld habe, trotzdem mein Frühstück und mein Abendbrot nur aus Brot und Tee ohne Zucker bestehen. Diese unendliche Weite mit dem endlosen blauen Himmel oder den schönen Wolken ist mir ein ebenso lieber Teil der Welt als die Berge. Etwas später heißt es,
Gestern bin ich durch die verwüsteten Straßen von Köln gehetzt und heute dieser ruhige Spaziergang durch ein sanftes Tal, wo der Krieg seine blutigen Klauen nicht abgewetzt hat. Und alles ist wie ein schöner und stiller Traum. Kapitel 2, zweiter Teil. Rolf Brehm geht für 2 Jahre nach Paris. Es gibt tausenderlei Gründe, nach Paris zu gehen. Für Rolf Brehm steht indessen fest, er will an die Académie de la Grande Chaumière. Er sucht zudem die Nähe zum monumentalen Werk eines Auguste Rodin. Und er möchte in Paris zu frühem Ruhm gelangen, als Bildhauer. Während seines Aufenthalts erfährt er, dass Paris 48.000 Kunstmaler und 12.000 Bildhauer beherbergt. Da beschließt Rolf, unverzüglich nach Hause zu gehen. Lieber einer der Besten in Luzern, als ein Niemand in Paris. So seine Devise. Später heißt es einmal in seinem Tagebuch, vielleicht ist der Rückzug auf die Region feige, doch ich bereue ihn nicht. Ein Kritiker sagte zu mir, er vermisse den Wolf bei mir. Ich kenne den Wolf, aber ich kann nicht jeden Morgen ins Atelier gehen und mir den ganzen Kübel des Drecks über den Kopf gießen, der in den Frühnachrichten ausgebreitet wurde. Was ich dem Dreck entgegenstelle, ist der Versuch, Schönheit festzuhalten. Jahre. Man schreibt das Jahr 1954. Ankunft des 28-jährigen Rolf Brehm in Rom zusammen mit seiner eben frisch angetrauten Françoise. Ein eidgenössisches Stipendium mit 3000 Franken ermöglicht einen Aufenthalt im Istituto Svizzero. Von Paris ist der junge Brehm bereits einiges gewohnt bezüglich Weltkulturerbe und monumentaler Kunst. Nun warten hier in Rom Kolosseum, Forum Romanum, Katakomben, Sixtinische Kapelle und Petersdom darauf, besichtigt und bewundert zu werden. Und nicht nur die ewige Stadt mit ihren Reichtümern lockt, auch das Hochaktuelle, die verführen möchte, bestaunt werden. Zum Beispiel der junge Fellini
und die ebenso junge Giulietta, die eben im Begriffe sind, mit La Strada die Welt zu erobern und alle wichtigen Filmauszeichnungen weltweit einzusammeln. Aber Rolf Brehm ist eigentlich nicht als Tourist nach Rom gekommen. Das Stipendium ist kein Staatsbeitrag an seine Hochzeitsreise. Das Atelier im Schweizer Institut ist sowohl Ort der kreativen Arbeit als auch Lebens- und Schlafzelle. Laut Reglement ist nur der Stipendiant berechtigt, das Hochbett des winzigen Raumes zu benutzen. Das junge Paar setzt sich über diese Vorschrift hinweg, bis die Sache publik wird und der Direktor darauf besteht, dass Françoise außerhalb des Instituts nächtige. Dafür reicht das Geld allerdings bei weitem nicht. Nun heißt es für Françoise, Kinder wohlhabender Familien in Englisch zu unterrichten und als Gouvernante die vier unehelichen Kinder des Schweizer Botschafters am Heiligen Stuhl zu betreuen. Später wieder zurückkehrt an der Luzerner Hofkirche Leutpriester und dort Lucy, die Tochter von Françoise und Rolf Brehm, taufen wird. Hans Küng, der Luzerner Theologe aus Sursee. 50 Jahre später steht in der neuen Luzerner Zeitung vom 23. Januar 2006 folgender Bericht. Ein prominenter Bildhauer porträtiert einen Theologen von Weltruf. Sursee nahm gestern Rolf Brehms Büste von Hans Küng entgegen. Ich bin sehr erfreut, das Porträt ist gut getroffen. Der weltbekannte Surseer Theologe Hans Küng zeigte sich gestern Abend vor 400 Gästen im Stadttheater Sursee zufrieden mit der Arbeit seines einstigen Schulkameraden Rolf Brehm. Für den Luzerner Bildhauer, der am kommenden 12. Februar seinen 80. Geburtstag feiert, ging mit diesem Bronzeporträt ein alter Traum in Erfüllung. Hans Küng gehört zusammen mit Günter Grass,
James Galway und Hans Ernie zu den prominentesten Porträtierten in der Galerie von Rolf Bree. Kapitel 3. 1975 oder die Reise hinter den Vorhang. Nun soll an eine Familienreise nach Polen, das heißt nach Krakau, im Sommer 1975 erinnert werden. Rolf Bree ist zu dieser Zeit bald einmal 50 Jahre alt. Zusammen mit seiner ganzen Familie bricht er auf in eine unbekannte Welt, in die Welt hinter dem eisernen Vorhang. Es gilt, den Prix International de la Médaille der polnischen Stadt Krakau in Empfang zu nehmen. Und das heißt, nebst einem Diplom ganze 10.000 Zloty. Eine Summe, die wegen strenger Devisenvorschriften nur auf höchst kompliziertem Umweg in die Schweiz transferiert werden kann. Und wie sieht es aus in diesem isolierten Staat des Warschau-Paktes? Der Familie Brehm steht ein Chauffeur mit Mütze zur Verfügung. Man wird chauffiert, man besichtigt, was es zu besichtigen gibt. Man hört zu, wenn die Gastgeber leise und etwas verschüchtert ihre Lebensumstände beschreiben oder beklagen. Man gibt selber freimütig Auskunft über das Leben zu Hause in der Schweiz und staunt, wie interessiert und fast gierig die Leute alles aufnehmen, was es von der anderen Seite, das heißt von jenseits des Vorhangs, zu erfahren gibt. Ihrerseits wundern sich die Schweizer Gäste und staunen über die vollen Kathedralen und Kirchen bei den sonntäglichen Messen. Man plaudert und trinkt, man ist vergnügt und beleuchtet aus dem jeweils eigenen Blickwinkel die Welt von heute, das heißt von damals. Ja, und wie sieht denn diese Welt von damals überhaupt aus? Und wie hat sie geklungen, die Welt, damals vor 35 Jahren? Hier die Schlagzeilen des Jahres 1975. Mit der Kapitulation Südvietnams endet nach 30 Jahren der Indochina-Krieg. Islamische Fundamentalisten protestieren in Teheran gegen die Verwestlichung des Landes. Szenen einer Ehe von Ingmar Bergman erleben ihre Premiere. Die inhaftierten Mitglieder der Baader-Meinhof-Gruppe brechen nach 5 Monaten ihren Hungerstreik ab. Bundeskanzler Helmut Schmidt besucht China. Mit 120 Tage von Sodom schockiert Pier Paolo Pasolini die Kinobesucher. Amerikanische Wissenschaftler legen Berichte vor, wonach die Ozonschicht der Erde bedroht ist. Und Alice Schwarzer gibt ihre Schrift Der kleine Unterschied und seine großen Folgen heraus. Die Reise nach Krakau beschert der Familie Brehm ein unvergessliches Erlebnis. Auch die Feststellung, dass hinter dem eisernen Vorhang nicht nur verdrossene Genossen des Warschauer Paktes mit grimmigen und versteinerten Gesichtern jeden Besucher aus dem Westen misstrauisch und vorwurfsvoll anstarren, dass auch herzliche und offene Künstlerfreundschaften über den Stacheldrahtverhau hinweg möglich sind. Kapitel 4. Musikalische Wahlverwandtschaft oder Ottmar Schöck und Sergei Rachmaninow. Warum reden wir hier von Ottmar Schöck?
Und warum kommen wir auf Sergei Rachmaninow zu sprechen? Der Reihe nach. Zuerst halten wir fest. Ottmar Schöck kommt am 1. September 1886 in Brunnen am Vierwaldstätter See zur Welt. Der Russe Rachmaninow lässt sich 1930 am gleichen See eine Villa bauen, unweit von Mecken in Hertenstein. Doch ist es nicht die geografische Nähe allein, die uns veranlasst, diese Musik ins Spiel zu bringen. Vielmehr ist es die Wahlverwandtschaft, die wir über die Grenzen der Kunstgattungen hinweg zu erkennen und zu verspüren glauben. Was sagen die Sachverständigen über Ottmar Schöck? Seine Tonstrukturen sind im Einzelnen oft durch einen Zug des herbtrockenen, man möchte sagen des innerschweizerisch-helvetischen geprägt. Dieser rückwärts gewandten Musik fehlt das weitläufig Elegante. Schöck hat sich als Einzelgänger empfunden. Er schloss sich keiner Gruppierung an, noch hat er eine begründet. Das wog doppelt schwer in den Jahrzehnten der Schulen und Richtungen, der vielen Ismen, der Impress- und Expressionismen. Solche Töne müssen Rolf Brehm vertraut vorkommen. Drastischer noch klingt es bei der Großkritik, wenn es um Rachmaninow geht, der wie kaum ein anderer Musiker des 20. Jahrhunderts extrem abschätzig beurteilt wird. Sein Erfolg beim Publikum war phänomenal. Die Emotionalität seiner Werke ist den Kritikern ebenso verdächtig, wie sie das Publikum begeistert. Und höhnisch spottet Adorno, das Publikum vergöttert Rachmaninow, weil er den durchschnittlichen Publikumsgeschmack trifft. Würden wir die Vorzeichen leicht verändern, dann könnte mit diesen Verdikten auch ein Künstler wie Rolf Brehm gemeint sein. Nicht auf der Höhe der Zeit, nicht aktuell zu sein, darüber lesen wir in Rolfs Briefen an seinen Malerfreund Karl Schetti. Du wirst hier in ein Land kommen, wo bald der letzte Zweifler gemerkt hat, dass jeder Künstler in eine hoffnungslose Sackgasse gerät, wenn er nicht abstrakt arbeitet, nur ich nicht. Mir scheint aber jeder ein zweifelhafter Künstler, für den es die Angst gibt, nicht auf der Höhe der Zeit zu sein. Es fehlt nicht an Kritikern. Sie befinden sich im Lager der kommentierenden Trittbrettfahrer, der jeweils gerade aktuelle Neubaustrecken der Kunstszene, wie es Hans-Peter Gschwend exakt auf den Punkt bringt. Ihre Attacken klingen wie aus dem Büchergestell der Kunsttheorie. Gegen außen zeigt sich Brehm immun gegenüber der Ansicht, seine Arbeiten wären bestensfalls reaktionärer Realismus. Ob ironisch gemeint oder resigniert oder eher schon zynisch, wir wissen es nicht. Wenn Rolf Brehm sagt, ich brauche das Minderwertigkeitsgefühl als Motor. Eines ist jedoch gewiss, zu keiner Zeit hat sich Rolf Brehm das Narrenkleid der Mode übergezogen, um ein paar Elogen in den großen Feuilletons zu ergattern. Thank you.
Kapitel 5. Mein Atelier. My Castle. Wir stöbern weiter in Rolf Brehms Tagebuchblättern. Wir stoßen auf lebhafte und feurige Bekenntnisse, unverhüllte, offene Eingeständnisse, Zeugnisse, die anrühren, aber auch aufrühren. Meine Welt steht nur in meinem Atelier. Draußen ist Wüste. Und wenn ich nicht wie ein Verbannter tätig bin, versandet meine Oase. Ich will etwas Einfaches schaffen. Es müssen am Ende Dinge sein, die keiner Erklärung bedürfen, die einfach existieren und da sind. Einen Apfelbaum, der über die Rundung seiner Äpfel Theorien macht, das gibt es nicht. Ich baue mir ein Wäldchen in meinem Atelier, das seine Gesetzmäßigkeiten hat und mir eine Art von Sicherheit gewährt oder vortäuscht. In Mecken wissen alle, dass ich in Sevilla ausgestellt habe. Wenn Sie in Sevilla fragen, weiß kein Mensch, wer Brehm ist. Wenn Sie Glück haben, können Sie in Luzern einen Buschauffeur finden, der meinen Namen kennt. Weltberühmt ist einer, wenn Sie in Paris mit einem Taxichauffeur über ihn reden können. Klee, vielleicht Giacometti. Sein Sohn Louis Brehm über seinen Vater? Mein Vater lebt in seiner eigenen Welt, im Atelier und am Schreibtisch. Wenn ich etwas von ihm wollte, fand ich ihn immer im Atelier. Anton E. Müller, Redaktor im Vaterland. Das Atelier wurde und blieb Laboratorium und Exerzierfeld für alles, was aus den Schächten der Seele ans Licht drängt. Das eigene Atelier ist Welt, Mitte, Drehscheibe, auf der alle Dreidimensionalität sich entwickelt. Es ist die Bühne, auf der Träume sich materialisieren, in Raumillusionen Mädchen vor Spiegel treten, Brunnen neben Tieren rauschen und Heilige auf Säulen stehen. Thank you.
Luzern, den 22. Dezember 1962. Sehr geehrter Herr Brehm, Sie haben in Ihrer Ausstellung in der Galerie Balmer das Porträt meiner Gattin gezeigt, was uns erst in den letzten Tagen zufällig zur Kenntnis gelangt ist. Da ich es war, der meine Gattin bewog, Ihnen zu sitzen, sehe ich mich veranlasst, mein Befremden über Ihr Vorgehen auszudrücken. Wie konnten Sie nur Ihre kaum erst angefangene Arbeit ohne vorherige Befragung des mitbeteiligten Modells zur öffentlichen Schau bringen? Frau Lauber wäre entschieden gegen Ihre Absicht aufgetreten, und zwar im beidseitigen Interesse von Künstler und Modell. Die von Ihnen aufgeführte Fassung betrachten wir durchaus als unzulänglich und Ihrer Künstlerschaft nicht entsprechend, während das Modell selber allen Grund hat, Ihre Darstellung in der Hauptsache als ein beleidigendes Zerrbild zu empfinden. Ich fordere Sie in aller Form auf, den erwähnten Abguss zu vernichten, damit er nie mehr jemandem zu Gesicht kommen kann. Mit vorzüglicher Hochachtung, Dr. Werner Lauber. Der erwähnte Abguss wurde offensichtlich nicht vernichtet. Der Porträtentwurf befindet sich im Bildband Rolf Brehm, Zeitgenosse. Wie kommentiert Rolf Brehm in geselliger Runde diesen Vorwurf? Der Gatte einer landesweit bekannten Schriftstellerin hat sich bei mir beklagt, das Porträt seiner Frau werde weder ihrer Schönheit noch ihrer Bedeutung gerecht. Leider hat der Mann noch immer das Bild ihrer Jugend in sich getragen. Mittlerweile glich sie aber eher einer Schildkröte. Kapitel 6. Giacomo, die Krähe. Pünktlich zu seinem 75. Geburtstag erscheint ein bibliophiles Buch. Eine Erzählung von Rolf Brehm. Ja, Sie hören richtig, eine Erzählung von Rolf Brehm. Die Edition ist ein kalligraphisches Juwel. Der gesamte Text ist niedergeschrieben in der wunderbar kraftvollen Handschrift von Rolf Brehm und mit zauberhaften Illustrationen des befreundeten Malers Kurt Bissecker ausstaffiert. Der Titel des Buches, Giacomo, die Krähe. Ganz Luzern weiß um die einfallsreiche Erzählkunst des Rolf Brehm. Seine Stimme, seine Fabulierlust, seine lebensnahen Schilderungen, sein befreiendes Lachen und natürlich auch die eingestreuten derben Dialektausdrücke, sie sind der Stoff, aus dem Rolf Brehms Augenblicksgeschichten gewoben sind. Eine davon ist die Geschichte einer von ihren Artgenossen verstoßenen Krähe, die in Rolfs Atelier Unterschlupf gefunden hat. Der Vogel bekommt den Namen Giacomo. Aus dieser herzlichen und gleichzeitig so spannungsreichen Freundschaft zwischen Rolf und der Krähe Giacomo ist eine zärtliche, feinsinnige und zu Herzen gehende Liebesgeschichte geworden. Einige Episoden aus Giacomo die Krähe. Erster Teil, Giacomo. Angefangen hat es damit, dass ein halbwüchsiger Knabe mir eine junge und halb zahme Krähe brachte, die er, bevor sie flügge war, aus dem Nest geholt hatte. Das Nest war auf einer hohen Tanne und das Unterfangen nicht ungefährlich. Er hielt das Tier in einer Wohnsiedlung und das ist wohl kaum möglich oder außerordentlich schwierig, wenn man mit seinen Nachbarn im Frieden leben möchte. Jedenfalls gab es wegen des Vogels Schwierigkeiten und Streit im Haus und mit den Nachbarn und der Knabe, von den Hausbewohnern gedrängt, musste sich von seiner Krähe trennen. Einer meiner Freunde, der die Situation kannte und auch die bei mir, riet ihm, die Krähe zu mir zu bringen. Mein Bildhaueratelier steht als ehemalige Orangerie zum herrschaftlichen Landgut St. Charles Hall in Meckenheim in einem Park.
mit einem prachtvollen alten Baumbestand. Ein zuletzt als Hühnerhaus genutztes Gebäude mit einem Flutkäfig rund um das Haus bot eine Örtlichkeit, die trotz alter Erscheinungen sich nahezu ideal als Aufenthalt für den flugtüchtigen, starken Vogel erwies. Ich habe den etwas rostigen, heruntergekommenen Käfig zurechtgemacht, so gut es ging, Sitzstangen eingezogen und ein Becken für Wasser bereitgestellt für Baden und Trinken. Es schien mir, die junge, unternehmungslustige Krähe fühle sich wohl in dem geräumigen Gehege, zumal sie schon nach ein paar Tagen Gewöhnung frei herumfliegen konnte. Von den Krähen im Revier wurde sie nicht nur freundlich empfangen. Als von früher Jugend an mit im Umgang mit Menschen gewohnter Artgenosse wurde sie anfänglich geplagt. Die Alteingesessenen versuchten, den neuen Zuwanderer abzudrängen und zu vertreiben. Sie hatten es darauf angelegt, Giacomo, so haben wir Jacobli umgetauft, vom Spaliergerüst, wo er oft nah am Hause saß, wegzutreiben, um ihn in den Park hinauszuscheuchen. Dazu flogen sie oft mehrere Attacken in schnellem Flug der Hausfassade entlang, eine nach der anderen, in Angriffswellen wie eine Fliegerstaffel. Ließ sich der Unglückliche so erschreckt vertreiben, gingen sie auf ihn los und es entspannen sich über den Park regelrechte Luftkämpfe mit dem Zweck, den Neuling endgültig zu vertreiben. Giacomo nahm den Kampf auf und setzte sich mit der Zeit durch. Er wurde von der Gesellschaft der wilden Krähen akzeptiert und geduldet. Oft hatte ich den Eindruck, gar geachtet. Ein besonderes Kapitel waren Giacomo und der Alkohol. Dass Freunde mich im Atelier besuchten und man bei der Gelegenheit ein Glas Wein trank. Giacomo wollte dann immer dabei sein. Er saß auf meiner Schulter, knabberte liebevoll an meinem Ohrläppchen und machte deutlich, dass er an dem Saft, mit dem wir auf unser Wohl anstießen, auch interessiert sei. Belustigt hielt ich ihm das Glas mit dem Wein hin. Er tauchte genüsslich seinen Schnabel in das Glas und in den Wein, hob anschließend den Kopf steil himmelwärts und ließ den Wein durch seine Kehle rinnen und machte sofort Anstalten, noch einen Schluck zu nehmen. Nach drei Schnabel voll war er betrunken. Natürlich war das reiner Unsinn, solches mit einem Tier zu unserem Spaß zu machen. Wir machten mit ihm dann eine Entwöhnungskur und er bekam keinen Alkohol mehr. Wir haben lange gesucht, haben alle Google-Dokumente durchsucht, aber fündig sind wir nicht geworden. Es gibt keinen Komponisten vom Format eines Debussy, Stravinsky oder Prokofjew, nicht einmal einen Saint-Saëns, der eine Krähe musikalisch porträtiert hätte. Zwar gibt es Elefanten, Polkas, Bärentänze, Hummelflüge und Schwanengesänge, aber nirgends sind wir auf ein Chanson oder gar eine Arie für eine stimmbegabte und stimmgewaltige Krähe gestoßen. Raben und Krähen scheinen in musikalischen Kreisen ganz offensichtlich nicht den besten Ruf zu genießen. Deshalb haben wir einen weißen Schwan herbeizitiert. Einen ziemlich berühmten Schwan sogar. Sie werden ihn gleich erkennen und bewundern können. Und unserer Krähe Giacomo erlauben wir ganz ausnahmsweise, zwischendurch den einen und anderen Kommentar abzugeben. Das wäre dann eine Art Ritt über den musikalischen Schwanensee. Thank you.
eine kurze Episode aus Giacomo von Rolf Brehm. Amüsant war das Verhältnis von Giacomo zu Hund und Katze. Wenn der Hund vor der Haustüre schlief oder an der Sonne döste, landete Giacomo sanft in seiner Nähe, trippelte leise auf ihn zu, zwickte ihn mit seinem Schnabel schnell und flüchtig in den Schwanz und flog aufs Dach zurück. Der Hund, ein alter Wolfshund, ging dann gedemütigt ins Haus. Als Giacomo ganz jung war und die Katze Junge hatte, kam es bisweilen vor, dass er mit den Katzenjungen und der Katzenmutter, die ein Muster von Sanftmut war, im Katzenkorb hockte. Die Mutterkatze ließ ihn gewähren, solange er ruhig war. Einmal habe ich beobachtet, wie Giacomo die Flügel ausstreckte, bewegte und schwang, wie Morgengymnastik. Doch das ging der Katze zu weit und sie hieb ihm eine mit der Pfote, dass er aus dem Nest fiel und sich verdrückte. Eben haben wir es gehört. Nicht nur Krähen finden bei Rolf Brehm Asyl, auch zahlreiche Katzen logieren in seinem Atelier. Und das tönt dann so. Entspricht und kümmere mich wenig, möglichst wenig, um die Winde, die jedes Jahr die Boote der auf Höhe der Zeit sich befindlichen Künstler in andere Richtungen treibt. Ich werde fortschreiten auf dem Weg, den ich mit Hilfe Geisers unter die Füße nahm. Wenn sich etwas ändert, muss das von mir kommen. Und so spricht der 40-Jährige. Bin immer halb geschmeichelt, halb peinlich berührt, wenn die Leute mir so überschwängliche Komplimente machen. Wohl ist da ein Drang, aber wozu und wohin, ist für mich nebelhaft und ins Dunkel gehüllt. Und als er 50 ist, meint er,
Aber irgendwie scheint mir doch die Bildhauerei eine primitive oder sagen wir ursprüngliche Kunst zu sein. Musik eigentlich auch. Gesungen hat man vielleicht, bevor Plastiken gemacht wurden. Bildhauer sind häufig einfache bis sackgrobe Typen. Intellektuelle Bildhauer sind selten. Erinnerung an Karl Geiser. Zur Zeit, als ich als Gehilfe bei Karl Geiser arbeitete, versuchte ich immer zu definieren, was eigentlich Kunst sei. War es mehr Angelegenheit der reinen Vernunft? War es Gefühl? Nichts als Gefühl? Von den Schriften, die mir zum Thema in die Hände gekommen waren, hatten mir Äußerungen von Thomas Mann und eine Stelle im Testament von Auguste Rodin den tiefsten Eindruck gemacht. L'art n'est que sentiment. Il faut être homme avant être artiste. Karl Geiser saß in seinem Korbstuhl und fing nach einer langen Pause an, umständlich nach Worten zu suchen, um seinerseits eine Definition über Kunst zu basteln. Ja, es ist ganz schwierig, fing er endlich an. Kunst, wüsstet ihr, dass ich... Kunst ist... Und wieder rang er krampfhaft, die Worte zu finden. Kunst, wüsstet ihr, dass ich... Das ist wenig Schweiz. Dann raffte er sich auf, tat einen Schnauf und fasste kurz zusammen, wüsste, Kunst, das ist irgendetwas Geiz. Dass ich bei Geiser arbeiten konnte, gab mir viel, aber nicht alles. Natürlich ist man trotzdem der man ist und kann nicht aus seiner Haut. Aber mir scheint es schon ein schönes Stück, einmal einen gekannt zu haben, der wirklich das war, was man berechtigterweise einen Künstler nennt. Nochmals betonen, zu Ottmar Schöck zurückkehren, um uns jener Worte und Gedanken zu erinnern, die vor fast 70 Jahren diesem Komponisten gewidmet waren und die wir aus tiefer Überzeugung an Sie, verehrter Wolf Brehm, weitergeben möchten, weil wir in Ihrem Leben und Wirken das gleiche künstlerische Credo zu finden glauben. Dass er in einer Welt lebt, die die Gnade des innigen Lebens eingebüßt hat, als einer der wenigen im alten Sinne Eingeweihten lebt. Wir haben von der Schwierigkeit gesprochen, ein solches Dasein gegen die veränderte Zeit zu behaupten. Einerseits
der Verführung des heute gerade gültigen Stand zu halten und andererseits der überwältigenden Tradition sich zu erwehren und ein ursprüngliches Künstlertum zu bewahren. Wir aber meinen, dass es für die Menschen nicht zu leben verlohne, wenn die Gnade des Innigen schwindet. Und meinen die anderen es nicht auch? Wir können uns denken, dass viele von ihnen ein unbeschreibliches Heimweh anwandelt, wenn sie die Musik von Schöck vernehmen. Und wir, die Nachgekommenen, wir meinen, dass uns dasselbe Heimweh beschleicht, wenn wir staunend und bewundernd vor dem Lebenswerk von Rolf Brehm stehen. Verehrter Meister, Sie sind mit Ihrer Zeit und Ihren Gaben sorgsam umgegangen und Sie haben die Zeit, Ihre Zeit, als ein kostbares Geschenk entgegengenommen. Die Zeit ist uns gegeben, so hat ein großer Dichter gesagt, die Zeit ist uns gegeben, dass wir in ihr klüger, besser, reifer, vollkommener werden. Wer 75 oder gar 85 Jahre da hier verbracht hat, der weiß etwas von der Gnade der Zeit und ihrer geduldigen Erfüllung. Und wir möchten noch hinzufügen: Alles Lebendige ist unermesslich und jeder Einzelne leistet nur einen Beitrag zum Erkennen und Verstehen des Ganzen. Aber dieser Beitrag kann gewichtig sein und voller Schönheit. Sie, hochverehrter Rolf Brehm, Sie haben Ihren Beitrag eingebracht. Und der ist nicht gering. Es ist an uns, Ihnen dafür zu danken.